Wir sind Paula Röckel und Michelle Fritz vom Naturwissenschaftlichen Technikum Dr. Künkel in Landau. Heute möchten wir euch das Zellorganell Vakuole näher vorstellen. Die Vakuole gehört zu den Zellorganellen einer pflanzlichen Zelle und ähnelt in ihrem Aufbau einem Vesikel. Vakuolen umfassen größere Räume, die von einer Membran umschlossen sind. Diese Zellmembran, die Vakuole vom Zytoplasma abtrennt, nennt man auch Tonoplast. Aufgrund ihrer Größe sind sie in einem Lichtmikroskop erkennbar. Das Innere der Vakuole beinhaltet Zellsaft, welcher nur sehr wenige Proteine enthält und ist deshalb nicht plasmatisch. Man unterscheidet zwischen Nahrungsvakuolen, kontraktilen Vakuolen und Zellsaftvakuolen. Nahrungsvakuolen, auch Gastriole genannt, werden durch Endozytose aus Teilen der Zellmembran gebildet. Endozytose ist nichts anderes als die Aufnahme von Nahrung in Form von kleinen, im Umgebungsmedium vorhandenen Partikeln. Algen, Protozoen und einige Pilze besitzen solch eine Nahrungsvakuole. Die kontraktile Vakuole, die bei Pantoffeltierchen und Euglena auftritt, dient der Wasserausscheidung. Die Vakuole nimmt durch rhythmisches Vergrößern Flüssigkeit aus dem Zytoplasma auf und gibt es wieder ab. Dieser Vorgang ist notwendig, da durch die Osmose ständig Wasser in die Zelle strömt. Unter Osmose versteht man nichts anderes als einen Konzentrationsausgleich über eine semipermeable Membran, eine Membran, die nur bestimmte Ionen durchdiffundieren lässt. Ohne eine kontraktile Vakuole würden Zellen platzen, da der Salzgehalt in der Zelle höher ist als außerhalb der Zelle im Süßwasser. Durch diese erhöhte Salzkonzentration in der Zelle entsteht ein osmotischer Innendruck, durch den ein Wassereinstrom zustande kommt. Die Zellsaftvakuole oder Zentralvakuole nimmt bei ausgereiften pflanzlichen Zellen ein großes Volumen ein. Sie bildet sich beim Zellwachstum. Innerhalb des Streckungswachstums der Verlängerung der Pflanzenzelle wird das Volumen durch die osmotische Aufnahme von Wasser vergrößert. Da die Substanz des Zytoplasmas nicht schnell genug mitwächst, entstehen Hohlräume, die dann durch Tonoplasten vom Zytoplasma abgetrennt werden. Am Ende des Zellwachstums nimmt die Zentralvakuole einen großen Raum ein, sodass das Zytoplasma nur noch eine dünne Schicht zwischen Plasmalemma und Tonoplast bildet. Zum Schluss möchten wir euch noch die allgemeinen Aufgaben von Vakuolen aufzeigen. Vakuolen erzeugen einen prallen Zustand der Zelle durch den Turgor. Der Turgordruck ist der Druck des Zellsaftes auf die Zellwand. Ist der osmotische Wert in der Zelle höher als in ihrem Umgebungsmedium, entsteht der Turgordruck und spannt die Zellwand. Zudem dienen Vakuolen als Stoffspeicher von Proteinen, organischen Verbindungen und Ionen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um giftige Stoffe oder stoffwechselstörende Verbindungen. Die Vakuole kann neben den Vesikeln auch als Magen der Zelle bezeichnet werden, da in ihr die Verdauung von Makromolekülen erfolgt. Durch Lagerung von Gift- oder Bitterstoffen in Vakuolen können sie sich vor Pilzbefall oder Tierfraß schützen. Des Weiteren können Pflanzenteile besonders gefärbt werden, indem Farbstoffe im Zellsaft der Vakuole eingelagert werden. Zum Beispiel der Farbstoff Anthocyane färbt die Zelle durch Reaktion mit Säuren rot und durch Reaktion mit Basen blau. Für eine gelbe Färbung ist der Farbstoff Flavone zuständig. Daneben bilden in der Vakuole enthaltene Gerbstoffe bei Verwundung eine desinfizierende Schicht und dienen dadurch dem Wundverschluss. Vakuolen spielen auch eine wichtige Rolle bei Wachstums- und Bewegungsvorgängen, indem sie osmotisches Wasser aufnehmen. Zum Schluss lässt sich zusammenfassen, dass die Vakuole das größte Speicherorgan einer Zelle ist.